Hey, Genießerin, ich bin nicht auf Droge. Das sind die ganz normalen Pflanzenstoffe, die hier in meiner biologisch erwachsenen Küche umhermupfeln. Also hier Safran. Okay? Safran. Mit dem legendären Milchkännchen von 1988 in München auf dem Flohmarkt gekauft. Ich habe noch zwei, drei Vasen von dieser Porzellanfamilie. Alles andere ist über den Jordan gegangen. Macht nichts. Siehst du die Farbe hier am Rand? Das ist Safran. Das ist eine richtige Safranbeize. Ich habe noch ein leeres Glas und wenn ich das, was ich jetzt nicht brauche, kommt in den Kühlschrank und ist noch eine Woche mindestens bei normaler Kühlung haltbar. Was haben wir denn hier? Gelbe Rosinen. Ihr habt doch grüne Rosinen. Aber ich habe hier Wasabi. Na, jetzt habe ich mich ja selber überrascht. Nun komme ich später drauf. Mir fällt das jetzt nicht ein. Ich habe es umgetopft in einen leeren Topf. Und Pfefferminze. Es gibt bei den Persern getrocknete Gemüse. Die haben einfach viel Sonne, die geht da gut. Und in so einer Tüte, damit kommst du eine ganze Woche hin an Gemüse, wirklich. Also wenn mal knapp ist, dann kannst du mit diesem Gemüse eine Menge machen. Hier Kufte, diese Gemüse, bisschen mit Wasser in eine Pfanne schön. Ein bisschen sachte mit ein bisschen Butter anschmirgeln und dann kannst du Buletten mit diesem Grünzeug machen. Das heißt Kofte. Estragon ist Estragon, das ist, was das ist. Gourmet-Sapsi ist eine Mischung, da kannst du zum Beispiel, ja, ein Gulasch könntest du damit machen und die Grünzeugkomponenten passen gut zu Fleisch und fettem Essen. Was haben wir hier? Kuku-Sapsi. Ich hatte mal eine Kuku-Sapsi-Vergiftung. Kuku wird in der Pfanne mit Wasser richtig gebraten, dass das Wasser einzieht ins Gemüse, aber das Gemüse nicht forts trocken ist. Es muss eine bestimmte Grundfeuchte haben. Dann nimmst du drei, vier Eier, so viel wie du haben möchtest, als Rührei. Und dann wird dieses Kuku-Sapsi mit dem Rührei auf der Pfanne auf kleiner Flamme, ja, hier braten und zwar wirklich auf kleiner Flamme, dass die ganzen Röstaromen gut entstehen und das überflüssige Wasser aus diesem Grünzeug rausrutscht. Und da kannst du nachher noch ein bisschen Käse drauf machen oder veredeln nach Belieben. Aber die Mischung, also die machen nicht, der Unterschied zu Kokosabsi ist, zu den anderen Rührei-Verfeinerungen ist, dass in diesem Rührei so viel Grünzeug drin ist. Und die anderen Rezepte, die es oftmals gibt, da ist ein bisschen, machen ein bisschen Schnittlauch oben drauf oder ein bisschen Petersilie. Und da ist so viel Power drin in diesem Ei, das macht Spaß. Pollu, ich habe mir den neuen Reistopf gekauft. Basmati-Reis mit Safrane und Salz und der Chee-Butter. Und dieser Reis in diesem Reiskocher, der wird immer, der gelingt immer. Der ist so, er schmeckt wie Heimat. Und diese Grünzeug kommt mit rein und damit die vegetabile Komponente da ist. Ist zwar der Datum schon abgelaufen, aber ist völlig wurscht. Es ist vakuumverpackt und wird bestimmt im nächsten Monat eingeatmet. Ja, Goji-Beere. Na bitte, das Gehirn geht ja doch noch. Goji-Beere. Ich möchte den Reis, wenn er nachher fertig ist, bekommt, der Reis bekommt eine freche Note. Eine optische Note, weil das Auge isst ja mit, oder? Ich will es ja schön bunt haben. Ja, im Ofen ist jetzt, wie gesagt, das Brot. Und heute ist heute war ein lebendiger Sonntag. Es gibt nichts zu meckern. Wenn du wüsstest, wie dieser Safran riecht. Vielleicht mache ich noch einen Kuchen die Woche, dann werde ich da ein bisschen Safran ranmachen. Die Nebenwirkung vom Safran ist, er macht gute Laune. Wir haben schwarze Wolken haben da keine Chance. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, du kommst heute gut über den Wedding, sagt der Berliner. Und ja,
Ich mache jetzt den böse Onkel und böse Tanten-Chat an. Ich will hören, was in der Welt los ist. Ich habe von heute Morgen 6 Uhr bis 12 Uhr habe ich rumgewurschtelt hier. Videos, Filme, Korrespondenz. Nachher meldet sich Edo noch, wird die ersten Videos rüber beamen. Und ich habe nur rumgewurschtelt und ich hatte keine Minute irgendwie das Gefühl, dass mir langweilig ist oder dass es ein Totensonntag ist. Der war ein Totensonntag, aber bei mir war er lebendig. Alles war in Ordnung. Ja, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung und dieser ätzende Sonntag, der ist auch in Ordnung. Okay, bis bald.